war natürlich der Ansatz, dass es Henrik Wichmann ist, den ich auch schon kannte. Also, und ich wusste, dass Henrik jemand ist, der keine Scheu vor irgendwas hat. Also der sich in die auswegloseste Situation begibt. Das ist natürlich auch ein sehr dankbarer Protagonist, das ist ganz klar. Weil durch diese unerschrockene Art, fast durch so eine Art von Don Quixoterie, setzt er sich natürlich auch permanent krassesten Situationen aus, komplizierten Konstellationen. Und das produziert neben Dramatik natürlich auch eine gehörige Portion Komik. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich für einen Film. Und darüber hinaus gab es da ein gewachsenes Vertrauensverhältnis. Also ich habe ja selber in vielen Plenumssitzungen auch mit drin gesessen, auch in anderen Sitzungen. Das ist jetzt filmisch nicht so der Knaller, wenn man da mit drin sitzt. Da muss man schon eine eigene Perspektive und eine eigene Sicht drauf entwickeln. Das ist gar nicht so einfach. Und insofern war für mich schon auch ein ausschlaggebender Punkt, dass er in den Wahlkreis gehen würde. Wie sich das dann im Einzelnen realisiert, das konnte ich nicht wissen. Also das hat sich dann eigentlich erst ergeben bei der Arbeit selbst. Ich habe es mir überhaupt nicht und nicht mal ansatzweise so kleinteilig vorgestellt und so mühsam. Also ich hatte immer so die größere Linie im Kopf, irgendwie so das politisch-konzeptionelle oder so in der Art. Ja. Also ich hatte irgendwie gedacht, die Politik schlägt gröbere Schneisen in die Böschung. Und hier zeigte sich etwas weit Verzweigtes, sehr Detailverliebtes. Also wir haben ja noch mehr Sachen gedreht, das ging ja bis zur tropfenden Heizung. Ja. Also man sagt, meine Güte, irgendwie sollen die doch zum Hausmeister gehen? Nein, sie gehen zu ihrem Landtagsabgeordneten. Und Henrik wiederum war sich nicht zu schade, irgendwie sich um all diese Dinge auch tatsächlich zu kümmern. So. Ich habe mich manchmal gefragt, wie er das überhaupt noch so, wie er die Übersicht behält. Ja. Ich habe die Übersicht recht schnell verloren und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich die so Schritt für Schritt wiedergefunden habe. Also, und das ist dann zu guter Letzt dann auch ein anderer Film geworden, als ich mir gedacht habe, obwohl er genau das erzählt, was ich mir vorgestellt habe, nämlich die kleinteilige politische Arbeit. Aber das ist so in die Details gehen würde, hätte ich nicht vermutet. Also das war nicht das Ziel von Anfang an. Das hat sich irgendwie so ergeben, muss ich sagen. Also weil ich wusste ja selber, als wir angefangen haben zu drehen, überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich hatte ja keine Peilung. Ich wusste weder, wie er seinen Job als Abgeordneter ausfüllen wird, noch was mich für Probleme erwarten werden. Und ich habe es mir selber, ehrlich gesagt, ja auch ganz anders vorgestellt. Ich habe es mir überhaupt nicht so basisorientiert vorgestellt. Ich dachte, wie gesagt, das sind größere Linien, die da verfolgt werden und auch mehr Parteipolitik, was dann im Endeffekt fast gar keine Rolle spielte. Also, weil die Probleme, mit denen er da konfrontiert wird, mit denen würden die Bürger auch jeden beliebigen anderen Abgeordneten aus jeder anderen Landtagspartei konfrontieren. Denen ist das letztendlich völlig egal, ob der Mann da von der CDU kommt oder nicht. Also das wusste ich nicht. Das hat sich dann irgendwie so eingestellt. Also natürlich auch letztendlich durch meinen eigenen Respekt, den ich nach und nach bekommen habe, weil ich habe mich schon sehr gewundert, dass er auch so frei von Zynismus in den Situationen agiert, weil für mich gab es ganz oft Momente, wo ich nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich echt mit den Augen gerollt habe, weil ich dachte, oh mein Gott, irgendwie, also weil das, was einem von den Bürgern da zum Teil ja entgegenkommt, ist ja auch nicht gerade so toll, so, ganz im Gegenteil, da ist ja auch häufig eine gehörige Portion Egoismus und Ignoranz im Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich das so aushalten würde. Und das hat mir zumindest einen beträchtlichen Respekt abgenötigt. Und das schlägt sich wahrscheinlich jetzt auch zum Teil in dem Film nieder, auch wenn ich keineswegs die Absicht hatte, da volkshochschulmäßig zu belehren oder so. Also ich hoffe trotzdem, dass es ein amüsantes Politikerporträt ist und auf der anderen Seite auch ein kleines Spiegelbild des Zustandes des demokratischen Gemeinwesens, dass man eben auch mal sieht, wie handgreiflich und wie kleinteilig es an der Basis funktioniert. Und ich glaube letztendlich im Kleinen wie im Großen ist es nicht so anders. Ne? Ich denke, die Verhandlungen zum europäischen Fiskalpakt laufen natürlich komplexer ab, aber sind im Endeffekt auch nicht anders als die Verhandlungen von Henrik Wichmann über das Türenöffnen der Bahnlinie auf dem Bahnhof in Vogelsang. Ja? Da geht es darum, mit dem politischen Gegner irgendwie einen Kompromiss zu schließen, eine Linie zu finden, um bestimmte Gesetze zu umgehen, Toleranzen auszuloten und eine Medienöffentlichkeit herzustellen. All das macht Wichmann. Ja, also, und ich glaube, es ist letztendlich
natürlich mit viel komplexeren Zusammenhängen und viel komplexeren Folgen auch, ja, ist es im Großen wie im Kleinen recht ähnlich. So ist Demokratie. Ja, also das haben wir so gewollt. Es ist auch gut so, aber es macht wahnsinnig viel Arbeit. Und letztendlich ist es die Aufgabe eines Politikers, zwischen all diesen Partikularinteressen, zwischen verschiedenen festgefügten Meinungen, auch Gesetzen, die im Laufe von vielen Jahrzehnten oder manchmal Jahrhunderten entstanden sind, irgendwie zu vermitteln und einen demokratisch vermittelbaren Weg zu suchen und zu finden. Ne? Sodass am Schluss hoffentlich die Mehrheit der Menschen damit zufrieden sein kann. Ne? Und das gelingt mal und mal gelingt es halt eben nicht. Es gibt ja auch noch viele ungelöste Probleme. Der Kanal zwischen dem oberen und unteren Uckersee wird auch nach 15 Jahren noch nicht befahren, weil Leute der Meinung sind, dass die Wattmeise da tot vom Heim kippt, wenn da ein Segler durchdümpelt. So ist es halt.